You're the drug that I'm
Wunsch ändert nichts. Ja. Ein Wunsch ändert nichts. Ein Entschluss ändert alles. Nein, ist aber wirklich so. Also, man kann Wünsche haben, das ist schön und gut, das haben wir auf jeden Fall auch. Wir haben uns immer gewünscht, irgendwann mal eine erste Show zu machen, aber es kommt nichts ohne eigene Arbeit. Und auch nicht ohne einen Schluss dahinter, dass man sagt, komm, ich starte das jetzt, ich mache den ersten Schritt. Ich frage mal an, ob ich da auf dem kleinen Hof nebenan eine kleine Show geben kann mit 10 Zuschauern. So startet man, um seinen Wunsch irgendwann verwirklichen zu können. Und das ist uns ganz wichtig. Wenn wir einen großen Wunsch haben, dann arbeiten wir dafür. Dann arbeiten wir ganz hart dafür, ganz lange dafür, bis wir uns diesen Wunsch irgendwann erfüllen können. Und ja, dafür braucht es einen Entschluss, dass man sagt, man geht jetzt den Schritt, man geht vielleicht über seine Komfortzone und man wagt sich was und dann am Ende kann man unglaublich stolz darauf sein, dass man es geschafft hat. Und das auf die Pferdearbeit bezogen ist ganz wichtig, denn auch dort brauchen wir einen gewissen Plan. Ich sage mal, wenn wir einen Wunsch haben, dann müssen wir uns erstmal einen Plan machen. Wie können wir das Ziel erreichen? Und auch in der Pferdearbeit, dort arbeiten wir mit einem anderen Lebewesen und das Lebewesen braucht auch einen Plan, um unser Ziel überhaupt verstehen zu können. Das heißt, wenn wir einem Pferd eine gewisse Lektion beibringen möchten, dann sollten wir uns erstmal selbst klar machen, wie wir das überhaupt erreichen können. Das heißt, erstmal besteht der Wunsch, wir möchten dem Pferd zum Beispiel das Kompliment beibringen und dann entsteht der Entschluss, ich mache das jetzt mit Hilfe dem Plan. Das heißt, ich schaue, wie strukturiere ich das, dass ich dem Pferd verständlich machen kann, was ich möchte. Und das ist auch total wichtig, dass wir die ganzen Sachen immer logisch aufbauen, damit wir auch verstanden werden. Genau.